Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Wir sind zurück und sind jetzt dabei, den Kohlemeiler zu bauen. Danach können wir unsere Schmiede einmal anschmeißen und ich bin sehr gespannt, wie es da dann dementsprechend weitergeht. Ist ein Lichtspann gerade gewesen, glaube ich, was hier weggerannt ist. Ja, gucken wir mal. Also ein guter Fortschritt haben wir gemacht. Wir werden dann wahrscheinlich nochmal Kupfer farmen müssen gehen. Zinn wahrscheinlich nochmal auf. Und dann schauen wir mal. Wir sollen jetzt damit dann allerdings viele neue Materialien herstellen können. So, wir haben, glaube ich, jetzt genug für den Kohlemeiler. Werkbank fehlt. Ja, gut. Hier ist die Werkbank. So, Kohlemeiler, hier ist der Eingang. Oder das. Ich finde das Bauen übrigens ist echt cool gemacht, muss man sagen. Also, gerade auch hier. Kohlemeiler hierhin. Cool wäre, wenn man tatsächlich noch sagen könnte. Es würde es halt cooler machen, wenn man sagen könnte, ich heb das hier an und setze es einfach um. Anstelle es neu bauen zu müssen. Das ist ein bisschen nervig, aber es ist, wie es ist. So, haben wir Holz? Ne, wir haben kein Holz. Okay, jetzt brauchen wir noch Holz. Dann können wir den hier mit Holz füllen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wir müssen jetzt erstmal Kohle herstellen. Wir haben schon ein bisschen was an Erz. Aber wir brauchen jetzt erstmal ein Bäumchen. Ein Bäumchen? Hallo Bäumchen. We need you. So, wir können auch noch, wir haben noch 10 Trollleder einstecken. Wir können auch noch mal Trollleder herstellen. Ah, hallo. Sehr schön, da haben wir schon mal Holz. Den nehmen wir auch gleich noch mit. Wenn schon, denn schon. So, Holz, Holz, Holz. Absolut geniales Wetter mal wieder. So, Kohlemeiler. Viel Spaß. So, 25. Okay, 24, du hast keine Gegenstände mehr. So, und der sollte jetzt dann Kohle ausspucken. Ich hoffe nicht. Hinten hoffentlich nicht. Ah, er. Oh, okay, er tropft's. Okay. Dann werden wir einmal. Ach, das Dach geht nicht. So, dann werden wir einmal unsere Erze suchen müssen. Oder holen müssen. Suchen müssen wir sie gar nicht. So, das hier, das hier. Ist das ein Unterschied? Kohle? Kohle? Oh ne, man könnte auch man würde auch Kohle bekommen, wenn man Fleisch abbrennen lässt. So, wir sind überladen. Also wenn ich Fleisch einfach brennen lasse, verbrennen lasse, würde das auch gehen. Das ist nicht, glaube ich, ist nicht das Optimum, aber shit happens. So. Kupfererz hinzugefügt. So, 10 Stück. Und da müsste jetzt dann Kupferbarren rauskommen. Bin mal sehr gespannt. So, wir haben noch Zinnerz, haben wir noch ein bisschen was. Kupfererz habe ich nicht ganz so viel. So, das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, könnt ihr mir vorstellen. Da bin ich mal gespannt, was wir müssten neue Werkzeuge auf jeden Fall bauen können. Und da freue ich mich sehr drauf. Vor allem könnten wir vielleicht endlich ein Schwert bauen. Ein Schwert wäre cool. Wäre mir lieber wie die Keule. Unser erster Barren. Kupfer, neues Bauobjekt, Schmiede, ein Eimer, mehr nicht. Drei was nur. Wir haben bekommen, bauen, wir haben bekommen Eimer. Schmiedeverbesserung, Schmiede, okay, eine Schmiede und eine Schmiedeverbesserung haben wir bekommen. Werkbankverbesserung haben wir erstmal keine bekommen, aber wir können jetzt eine Schmiede bauen. Für eine Schmiede brauchen wir 6-mal Kupfer, 4-mal Kohle und 10-mal Holz und ein bisschen Stein. Okay. Was man definitiv braucht, ist noch mehr Holz. Ach cool, mit Schild. Deswegen fällt mir jetzt mal noch ein Bäumchen. Boah, es ruckelt. Na komm, der darf stehen bleiben. Das hier sind. Ne, es sind auch Buchen. Fällen wir denn eine Buche dahin? Fällen wir eine Buche? Oh! Ne, das Hütchen müssten wir schon durchsucht haben. Wobei, die Tür ist zu. Kann aber sein, dass wenn der Server neu startet, die Türen einfach zu sind. Ist meistens so. Tatsächlich. Oh, wir werden gleich wieder wahrscheinlich mehrere Bäume fällen gleich. Ja. Upsi. Das ist auch irgendwie. Es ist seltsam auf jeden Fall.
Wenn du so einfach mal einen kompletten Wald zusammenholst. Oh, wir sind überladen. Okay. Ja, das Kupfer wird recht schwer sein. Okay, wir müssen zurück. Ich glaube, wenn wir eine Kiste bauen, wäre ganz cool. Für Kohle, für... Ach, guck mal, ist schon wieder aus, das Ding. Boah, das kostet aber recht viel. Ja, holla. Ich glaube, wir bauen hier tatsächlich eine Kiste hin. Das soll ja machbar sein. 10-mal Holz. Okay, wir können kein 10-mal Holz gerade tragen. Wir sind einfach hoffnungslos überladen. Müssen wir anders machen. Ja, das geht auch nicht. 8. Stein weg. Wobei, Kupfer behalten wir mal. Zinn weg. Das Trolllederzeug weg. Kupferbarren weg. Kann man übrigens auch nicht teleportieren. Okay, nice to know. Damit sind wir nicht mehr überladen. So, wir werden jetzt gleich mal Holz sammeln müssen. Sprinten 25. Ja, ja, komm hier. So, wir brauchen erstmal ein bisschen Holz. Bauen uns jetzt da eine Kiste dann hin. Für, dass wir noch ein bisschen Zeug einfach herstellen können. Heißt, sowas wie... Ja, mehr Kohle. Auch, dass wir da das Metall dann reinlegen. Neben die Schmiede macht einfach Sinn. Dass wir da uns eine Kiste hin basteln. So, komm hier, hau zu. Sehr schön. Massenweise Holz. Können wir noch mehr tragen? Ja, immer. So, hier auch noch. Bernstein. Haben wir auch noch gekriegt. So, hier auch noch. Da können wir mal kurz gucken. Ist aber nur ein Bett drin. Ah ne, die Tür ist offen tatsächlich. War eine Wand, wo ich gesehen habe. Hi. Erschreck dich nicht. So. Dann bauen wir uns eine Kiste zusammen. Ich würde tatsächlich eine hier hinten reinstellen. So. Nächster Barren. So, dann können wir hier Kohle an und für sich reinlegen. So, wir können hier mal Holz nachschüren. Also man braucht recht viel tatsächlich an Holz. Es ist voll, um da den Kupfer, die Bahn rauszukriegen. So, ah, da können wir noch einmal nachlegen. So, Kupfererz hinzugefügt. So, wir haben genug Bahn, um die Schmiede eigentlich zu bauen dann. Das bedeutet Schmiede. Schmiede bauen wir mit... Viermal Kohle, Stein viermal. Ich würde den vielleicht tatsächlich abbauen. Ja, wobei, das macht sie eigentlich ganz gut in der Landschaft. Bauen mal den ab. Der steht eh nur im Weg rum. Dann bauen wir uns die Schmiede. Und dann bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt die Schmiede gebaut haben, was wir dann alles herstellen können. Ich hoffe viel. So, sechsmal Stein, das reicht sogar schon. Sind da auch noch Ausdauerlimit. Kann nur, dass wir Ausdauer steigern. Können aber auch mal wieder was essen. So, hier können wir jetzt beispielsweise Kohle reinlegen. Dann nochmal nachlegen. So, Inventar voll. Die Schmiede, ist die Frage, wo wir die Schmiede hinbauen. Bauen wir die uns hier rein? Aber das ist natürlich auch kacke. Das hier mit dem Boden. Also man müsste man eine Fläche schaffen, die eben ist und dann sein Häuschen draufstellen. Das ist völliger Bockmist, was wir hier getrieben haben. Das geht Gott sei Dank. So. Sieht einfach nur doof aus. Sonst. Okay, das passt soweit. Da ist die Frage, stellen wir uns die Schmiede hier rein oder lassen wir es lieber? Und bauen uns die woanders hin. So, 7. Schmiede. Kohle viermal fehlt uns. Kein Thema. Wo bauen wir die Schmiede hin? Das ist eine gute Frage. So, 3-mal Kohle. So, 9-mal Kohle. Da sind noch 2 Bahnen sind noch drin. Schmiede rein oder Schmiede raus? Ich würde sie vielleicht sogar hierhin basteln.
So nebendran. Hier die Schmiede. Wo ist nach vorne, wo ist nach hinten? Ich sehe es leider nicht. Aufgrund von zu wenig Lichtverhältnissen. Eigentlich egal, wie rum. Hat kein vorne, hat kein hinten. Er hat tatsächlich kein vorne und kein hinten. Ich würde es mal so bauen. Schmiede, Kupfermesser, Wandleuchter. Nie mehr nicht. Uhu. So, dafür brauchen wir 10 mal Kupfer. 25 Edelholz. Ja, holla. Okay. Wir können Wandleuchte bauen. Kupfer. Krass. Wieso hat das gerade gebrannt? Achso, weil wir da... Ah, okay. Ich glaube, weil wir da drauf geklickt haben. Sonst können wir da nicht mehr bauen mit. Mehr gehen. Handwerksstation benötigt ein Dach. Nein! Wenn wir die wieder abreißen. Und machen wir erstmal hier voll. Okay, wir haben nichts mehr. Was ist, wenn ich... Okay, komm, wir probieren's. Was soll's? Wir reißen das Ding wieder ab. Okay, das hält viel aus. Stein, Holz, Kohle. Oh, man kriegt... Oh, okay. Wir haben alle Materialien... Du fängst an zu frieren. Wir haben alle Materialien wieder rausbekommen. Okay, das ist ganz gut tatsächlich. Das heißt, wir können es einfach wieder neu setzen. Man kriegt alle Materialien zurück. So, hier hin. So, Kupfermesser. 8 Kupferbarren. Das ist echt wenig, was man hier bauen kann. Ich habe mit... Ich habe ein bisschen mehr gerechnet. So, nicht gut. Upgrade. Also im Gegensatz, was wir hier bauen können an der normalen Werkbank, ja holla. Okay. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir es jetzt anstellen dann genau. Schwierig. Wir probieren mal, wir schmelzen mal Zinn ein und gucken mal, was rauskommt. Du trägst viel. Yo, I know it. Das wird gleich noch mehr. So, sprinten können wir nicht, wir sind überladen. Okay, es muss alles unter einem Dach gebaut sein. Also ich hätte echt ein größeres Haus bauen sollen. Aber ja, gut, man merke, erstmal alles begradigen, dann dementsprechend Dach bauen. So, Zinn ist jetzt hier drin. Es ist voll. Da können wir auch nochmal nachlegen. So, die hier auch einsammeln. Hier haben wir nochmal voll. Gut. Guck mal hier, Zinn. Haben wir ein bisschen was. So, dann können wir da nochmal Holz nachlegen. Vielleicht auch nochmal Holz sammeln. Krautzwerg, was wegen Krautzwerg hier? Nee, es war nur einer. Was liegt hier noch rum? Holz, oder? Ah, nee. Samen. Hm, ja, komm, warum nicht? Jetzt die Hütte zerreißt, zerreißt die Hütte. So, Äxte 14. Macht auch Schaden, auf jeden Fall. Au. 0,1. So, das hier. So, sehr schön. Das sind schon mal wieder 9 Holz. So, jetzt werden wir gleich wahrscheinlich gleich in Hütten, die Hütte noch ein bisschen mit einreißen. Ja, wobei, so geht's. Ich will sie gar nicht einreißen. Ich würde sie ganz stehen lassen. Okay. Ah, da war wieder der Tonaussetzer übrigens gerade. Auch die... Ich habe dauerhaft Musikschleife drin. Die ist auch irgendwie weg. Ciao. Ich glaube, solange wir tatsächlich keinen Zaun gebaut haben, werden wir immer wieder von Krautzwergen und so weiter angegriffen. Oder Graulingen auch. Wobei die Krautzwerge natürlich die härteren sind.
Ich glaube, das wird dauerhaft zu sein. So, Zinn, Bronze. Bronze, können wir. Der hat eine andere Nummer. Wir können jetzt Bronze herstellen. Ja, hallöchen. Bronze. Müssen wir mal gucken, wie wir Bronze herstellen. So, voll. Okay, Holz. Haben wir auch gerade wieder alles verbraucht, was wir hatten. Ah, der frisst ordentlich Kohle auf jeden Fall. Wie stellen wir denn Bronze her? Was liegt hier? Ich glaube, irgendwas, was ich nicht einsammeln will. Wie stellen wir denn Bronze her? Wir können einen Drollleder... Die Tunika haben wir schon. Drollleder-Tunika, genau. Drollleder-Hose. Drollleder-Umhang. Wir stellen mal die Drollleder-Hose auf jeden Fall her. Dann stellen wir Drollleder-Hose haben wir. Die können wir gleich mal ausrüsten. Drollleder-Umhang würde ich eigentlich gerne noch umher herstellen. Ah ne, der kostet... Ah, der kostet mehr. Drollleder-Helm können wir noch herstellen. Können wir auch upgraden? Oh ja, könnten wir. Okay, Werkbankstufe 4. Ah, da mangelt es noch ein bisschen. Bogenstufe 4 wäre auch cool. Mangelt es leider auch noch. Können wir hier Bronze herstellen? Crafting. Oh ja. Kupfer und Zinn. Kann nicht teleportiert werden. Eine starke Legierung aus Kupfer und Zinn. Jetzt bin ich mal gespannt. Wow. Okay. Ja. Boah. Boah, gut, dass den Helm nicht hergestellt. Bronze. Oh, Alter. Amboss. Boah. Okay. Willkommen im Bronzezeitalter. Holla, die Waldfee. Aber jetzt können wir richtig ordentlich herstellen. Okay, wir werden definitiv erst nochmal Material suchen gehen müssen. Das Ding müsste ja dauerhaft durchlaufen. Nach Möglichkeit. Also wir brauchen auf jeden Fall nochmal Kupfer. Wir brauchen auf jeden Fall hier nochmal Holz. Allen drum und dran. Ja, holla die Waldfee. Wir gucken mal, was wir alles herstellen können. Wow. Das ist eine Menge. Auf jeden Fall. Okay, wir können herstellen Bronze nochmal. Bronze Brustpanzer. Rüstung 8. Wäre das noch besser, wie das ich hätte vielleicht das Rollleder jetzt nicht herstellen sollen. Wobei 5, wir heben die mal auf. Edgar, okay, mit 8 Bronze. Bronze Axt, Bronze. Allgemein Bronze Helm, Kupfermesser, Bronze Streitkolben. Faustschild, Bronze Speer. Ja, Schwert. Geil. Bronze Pfeil. Boah, stechen 32 Schaden. Boah, ist auch teuer. Und wir können jetzt hier auch neues Zeug herstellen. Wow, okay. Edelholz. Edelholz können wir wahrscheinlich abbauen, sobald wir dann die Bronzeaxt haben. Die sollen wir mal zuerst mal. Ein Amboss für die Schmiede. Mit normalem Holz und Bronze zweimal könnten wir den Amboss und die Schmiede upgraden. Auch hier können wir... Nee, hier können wir nichts Neues herstellen. Hier können wir nur dir... Nee, das auch nicht. Tisch, Stuhl, das konnten wir, glaube ich, alles schon. Und hier können wir auch nichts Neues herstellen. Alter Verwalt... Aber hier, Kessel mit Zinn. Fermentierer. Yay, wir können Alkohol herstellen. Wie geil. Okay. Wir werden... Alter, ich habe... Okay, wir müssen... Ich hätte anders da bauen müssen. Ich hätte echt anders bauen müssen. Ich habe beschissen gebaut. Man braucht eine echt große... Eigentlich eine echt große Fläche. Und diese echt große Fläche... Also am besten tatsächlich eine richtig, richtig große Fläche nehmen. Ebnen. Einebnen. Alles einebnen. Und dann dementsprechend hier anbauen. Wäre cool gewesen, wenn wir es so gemacht hätten. Leider haben wir es nicht so gemacht. So, Bronze kannst du nicht teleportieren. Teleporter müssen wir auch noch bauen. Wird auch spannend. Alter, können wir auch neues Zeug umherstellen wahrscheinlich noch? Humpen? Ne, den können wir schon. Aber auch mit Edelholz. Alter Verwalter. Bronze. Zweimal Kupfer, einmal Zinn halt. Das ist das Problem gerade. Bronzenägel. Wird beim Bau von Schiffen und Möbeln verwendet. Oh, wenn wir Bronze in die Ecke herstellen, müssen wir auch nochmal neue Baupläne kriegen. Das ist natürlich richtig cool.
So, packen wir erstmal hier rein das ganze Zeug. Die Steine auch. Ja, holla. Das hat sich definitiv gelohnt. So, hier können wir nochmal upgraden. Das nehmen wir mal so mit. Hier können die hier drauf. Einen Bienenstock können wir auch noch bauen. Wir haben hier noch Lederfetzen. Dann haben wir hier noch Samen massenweise. Knochenfragmente haben wir auch noch ein paar übrig. Serling-Kristalle haben wir auch noch ein paar übrig. Ja, holla. So, und hier war die Kiste irgendwo. Hier drunter wäre jetzt meine Kiste, die ich, ja, für das Zeug hier, für das, was ich nichts mehr mit anfangen kann, hade. Muss mir merken, dass da eine Kiste ist. Wobei, das war eh Zeug, was ich nicht mehr will. Also so schlimm wäre es jetzt nicht, wenn wir es verlieren würden. So, hier legen wir gleich nochmal nach. Können wir die auch reinlegen? Ja, holla. Was heißt da? Boah, Rüstung 16. Wir müssten mal gucken, dass wir jetzt erstmal nochmal Kupfer abbauen. Und zwar richtig viel Kupfer abbauen. Das heißt, ich mache meine Taschen eigentlich leer. Taschen komplett leer machen am besten. Nicht irgendwie irgendjemand versuchen zu töten. Sondern einfach Taschen leer, also Gewicht sparen, wo es geht. Und dann dementsprechend loszuziehen. Ja, und dann dementsprechend loszuziehen und jetzt nochmal Kupfer abzubauen. Und Zinn auch nochmal abzubauen. Kupfer haben wir direkt eigentlich, ja, am besten hier gefunden. Müssen wir nochmal direkt in den Wald reinrennen. Krasser Scheiß. Oh, hier können wir jetzt die ganze Zeit verbringen auf jeden Fall. So, 3 Stück sind noch da. Da liegen noch 11 drin. Könnte sein, dass es reicht. Können wir eigentlich mal hier hinpacken. Zinn haben wir tatsächlich recht viel. Wir brauchen, also es kostet auch mehr Kupfer wie Zinn. Wobei, Kupfer müssen wir auch mal gucken. Vielleicht nehmen wir noch eine... Ja, wobei wir dann auch eine Spitzhacke herstellen können aus Bronze. Die müsste dann das Kupfer abbauen können. Über die Legierung. Ja, gucken wir mal. Wir laufen jetzt mal zurück. Und zwar hier lang. Dunkelwald und guck mal, dass wir hier Kupfer finden. Die Frage ist, ich glaube, ein Portal hier zu bauen für den kurzen Weg müssen wir nicht machen. Also wir haben ja eigentlich noch relativ, ja, einen relativ kurzen Weg. Das ist ein normaler, oder? Ja, Grauling. So, wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht in irgendeinen Schaman oder sonst irgendwas reinrennen oder in einen Troll reinrennen aus Versehen. Vor lauter Begeisterung. So, hier ist Dunkelwald. Hallo Hirschi. Ihr dürft mittlerweile leben, ich brauche euch nicht mehr. Jetzt ist Metallabbau tatsächlich das Wertvollste, was wir haben. Hauzwerk. Ja, genau sowas. Lass mal nicht in solche reinrennen. Zumindest nicht ohne Ende reinrennen in die. Aber hier ist leider nichts. Da könnte was sein. Ja, ist nur normaler Stein. Aber eigentlich haben wir auch gut getötet hier. Ah, bingo. Guck mal, war mal hier? Ich glaube ja, oder? Ah. Okay, macht nicht so viel. Macht nicht so viel Schaden. Lohnt sich also nicht. So, und hier jetzt dann Kupferabbau. Normaler Stein, oder? Ja. Okay, den Berg hier können wir eigentlich komplett auseinandernehmen. Würde es sich vielleicht sogar lohnen, hier eine Werkbank einfach mal hinzustellen. Also so eine Art, ja, für Kupferabbau einfach. Ist sich hier so ein Hütchen hinzubauen. Ich glaube, das könnte man tatsächlich machen. Lass mal sagen, wir machen hier Kupferabbau. Was wollt ihr denn? Kommt der auch noch? Gott, wo kommen die alle her? Nächster. Okay, wir wollen es auf jeden Fall so. Gut, heißt Kupfer abbauen, aufrüsten. Und dann soll man mit Kupfer, soll man definitiv gegen den Boss hier ankommen. Allerdings, er ist halt echt weit, der Uralte. Der ist halt echt weit weg. Also man kann mit dem Spiel schon ordentlich Zeit verbringen. Das merke ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich spiele jetzt 4 Stunden schon. Was ist mit euch kaputt? Alter, 2 auf einen Streich. Was ist mit euch kaputt? So, das hier unten nehmen wir noch mit. So, Kupfererz wieder 2.
Cool, wenn wir ein bisschen mehr abbauen könnten. Tatsächlich wie immer nur eins. Das kommt halt echt wenig Kupfer dabei raus. 7. Und es ist echt schwer. Und wir können uns hier einmal durch den kompletten Berg hacken. So, Kupfer. So, das hier können wir einmal essen. So, 8 Kupfer. Bin mal gespannt, ob es später irgendwie sowas wie Dynamit gibt. Wäre cool. Einfach so reinsprengen. Wäre auf jeden Fall was. So. Na komm. Ernsthaft? Wie lädt denn das aus hier? Geht doch. So, 3 Steine. 8 Kupfer. Hier ist jetzt nur Stein, oder was? Ach, wenn ja nichts... Nee, hier steht aber überall Kupfer dabei. Jetzt kriege ich hier keinen Kupfer mehr raus. Es war gerade nur Stein, glaube ich. 8 Stück hat man doch gerade schon. Wir machen halt auch nicht mit 6,7 und 5,8 oder sowas, machen wir halt auch nicht allzu viel Schaden. Stein. Ah, nee, Kupfer. Oh, 2-mal Kupfer kam raus. Na, hier mal ein 10er. Wir werden allerdings auch im Abbau immer besser. So, 10 von 30, 218. Also ich glaube, 30 können wir gar nicht tragen. Können das etwas zu essen vertragen? Boah, immer langsam. So, 2-mal Stein hinzugefügt. Ein Kupfererz nur. So, kurz mal Ausdauer pumpen. So, Spitzhacke ist leider gleich putt. Aber ein bisschen was an Kupfer haben wir. Ja, eigentlich auch. Kupfer. So, wir machen jetzt noch so lange, bis unsere Spitzhacke hin ist. Jetzt ist es soweit. Okay, markieren wir uns das. Das ist eigentlich recht nahe. Kupfer. Aber Kupfer kannst halt auch nicht... Also Kupfer kannst nicht teleportieren. Bedeutet, dass wir natürlich dann auch... Ja, der Teleportstein nichts bringen würde. Also, wenn ich sage, ich habe irgendwo eine Mine, beispielsweise, wirst du halt trotzdem immer von A nach B laufen. Das ist ein bisschen nervig. Bin gespannt, ob man das so irgendwie dann verbessern kann. So, da ist ein Wildschwein. Das interessiert uns herzlich wenig. Das sind Nixen. Wobei die mich auch herzlich wenig interessieren. Ach so. Komm gerade nicht berg, nicht hoch, wenn wir keine Ausdauer haben. So, Dali. Bin mal gespannt, was es ist, wie es dann später ist, wenn man irgendwann mal Level 100 hat oder sowas. Bei Sprinten beispielsweise. Wie es dann aussieht. Ist aber auch nahrungsabhängig. Also je mehr mir Nahrung, ich hätte vielleicht noch ein bisschen Nahrung mitnehmen sollen. Wäre tatsächlich besser, weil der Sprintbike einfach auch dann viel länger ist und wir viel länger sprinten können. So, Zinn ist fertig, so wie es aussieht. Jo, rein mit dem Kupfer. 10 von 10 ist voll. Sehr schön. Hier machen wir auch voll. Und dann haben wir hier noch... Sehr schön. Steine können wir eigentlich an und für sich auch noch mit reinpacken. So, hier packen wir mal Holz mit rein. Dann bauen wir schnell nochmal Holz ab. Ich würde mittlerweile tatsächlich gerne auch Bäume anpflanzen. Und dann sollten wir auch Birken nämlich umhauen können hier. Die wir momentan nur nicht umhauen können. Das soll dann eigentlich machbar sein. Und wenn wir das dann können, können wir eben auch mit dem... das soll dann Edelholz wahrscheinlich geben. Hoffe ich mal. So, wenn es jetzt hier ein paar mehr Bäume erwischt, ist nicht so schlimm. Wäre sogar grüßungswert. Guck mal hier hinten. Da fällt, glaube ich, gerade echt einen ganzen Wald wieder rum. Alter. Ja, wir fällen den ganzen Wald. Okay, das geht zumindest, also es ist effizient auf jeden Fall. Was ganz cool ist. So, wir müssen mal gucken. Wir sind jetzt eigentlich, Alter. Ja, das sind ein paar. Na komm, ernsthaft? Die tun mir eigentlich schon mittlerweile leid. Selbst die, die mich noch getötet haben, tun mir mittlerweile leid. Das
wird, wenn wir Bronze haben tatsächlich, oder wenn wir dann erstmal unser Schwertchen haben beispielsweise, wird das, glaube ich, echt eine Nummer. Wobei ich immer noch Pfeil- und Bogenverfechter bin. Cool wäre, wenn wir irgendwie einen verbesserten Bogen kriegen würden. Aber Bogen aus Bronze macht jetzt nicht so viel Sinn eigentlich. Das Holz ist tatsächlich das bessere Material. So, einmal voll das Teil. So, wir haben noch Holz. Sehr schön. So, Kohle haben wir auch noch. Rein damit. Guck mal, da können wir auch voll machen. So, und dann haben wir unser ganzes Kupfer, was wir gerade eingesammelt haben, praktisch schon wieder in der Schmelze drin. Und am Schmelzen. Okay. So, 4 Stück. Wir brauchen doppelte Menge Kupfer von Zinn. Was gar nicht, ja, was an und für sich eigentlich ganz cool ist, weil Zinn, na gut, Zinn findest du häufiger wie Kupfer, aber ist egal. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, werden dann weiter erstmal Kupfer abbauen und neue Rüstung und so weiter. Dann werden wir uns auf jeden Fall, sobald wir neue Rüstung haben, werden wir uns mit dem Troll in der Höhle noch anlegen. Und dann gucken wir mal, ob wir weitermachen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei Valheim. Ciao, ciao. Macht es gut.